Lego Star Wars Minifiguren sind schon echt eine richtig feine Sache. Und aus dieser Tatsache hinaus und natürlich, dass ihr gefragt habt nach einem neuen Update-Video, haben wir den perfekten Anlass gegeben, hier nochmal ein neues Minifiguren-Update-Video für euch zu drehen. In Vorbereitung auf dieses Video habe ich mir erstmal aus all meinen Sets die ganzen Klontrooper und Sturmtruppen und Jedi-Ritter rausgepickt. Natürlich habe ich auch die Minifiguren in dem Fach der Minifiguren geplündert und anschließend in kleinster Feinarbeit hier auf diesen Platten drapiert. Das hat mich echt einiges an Zeit gekostet, das Ganze nach Fraktionen zu sortieren etc. pp. Ausnahmsweise habe ich übrigens heute mal ein paar Minifiguren ausgeschlossen. Da beziehe ich mich hauptsächlich auf diese ganzen kleinen Minifiguren wie irgendwelche Droiden, die in Adventskalenders dabei waren oder auch eine Menge BB-8s. Dazu gehören hier auch eine Menge Gonk-Druiden sowie Druidikas, Tridruiden und Kreaturen. Was ich zudem bei den Klonen nicht drapiert habe, sind all die einzelnen Commanders, Captains und speziellen Klone, die ich hier bei meiner Klonsammlung in den Vitrinen aufbewahre. Diese zeige ich jetzt nicht auf den Platten, weil ich die jetzt ungern daraus nehmen wollte. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Nur mal so nebenbei, bei dem Aufbau der ganzen Minifiguren habe ich auch einen verletzten / Toten zu beklagen. Dieser Executioner der First Order, ist mir runtergefallen und ich bin dann draufgetreten. Und natürlich, was musste passieren? Die Hand ist abgebrochen. Bedeutet für mich, ich muss den ganzen Arm austauschen. Großartig, ohne das Video wäre das nicht passiert. Insgesamt stehen hier vor euch gut 495 Minifiguren. Hierbei sind die eben erwähnten Ausnahmen nicht mitgezählt worden. Ich habe versucht, das auf den Platten so nach verschiedenen Fraktionen zu sortieren. Starten wir am besten mal ganz links. Da haben wir hier einige Pilotdruiden. Dort ganz hinten steht auch noch ein recht alter Pilotdruide ohne diesen Torso-Druck vorne drauf, dann eine Menge normaler B1 Kampfdruiden von 2012 bis heute. Die Reihe rechts daneben bilden dann so spezialisiertere Druiden. Da sehe ich auch noch einen Geonosis-Druiden, einige Superkampfdruiden und einen Kommandodruiden. Und davor kommen dann in Fleisch und Blut geratene Separatisten. Mein absolutes Highlight ist hier der Clone Wars Count Dooku. Rechts davon startet dann die First Order mit einem AT-M6 Driver, dahinter ein Sith Trooper, ein Offizier, dann noch ein Pilot, der recht neu dazugekommen ist in der Sammlung. Einige Offiziere da hinten und die wohl langweiligsten Lego Star Wars Minifiguren, die je erschienen sind. Rechts davon geht es dann spannend weiter mit einigen Flametroopers da hinten. Ein Executioner, der andere ist verletzt. Zwei von diesen netten Shield Troopers. Einige First Order Snow Trooper, / Salztruppen. Und dann geht es standardmäßig weiter mit den First Order Troopers. Oh, dieses Bild hier sieht fast so aus wie die Anfangsszene von Episode 7. Und hier vorne das Endlicht bilden zwei Heavy First Order Stormtrooper. Rechts von denen startet dann die Erzfeind-Fraktion, nämlich der Widerstand. Links hier stehen hauptsächlich Piloten und Soldaten, währenddessen hier rechts Rey und hauptsächlich benannte Charaktere stehen. Die meisten von diesen Piloten da müssten aus dem Widerstandsbomber sein. Dann haben wir hier viermal Rey. Furchtbar, dass ich so oft Rey habe. Dahinter zweimal Finn, dann eine Menge Poe Damerons, einer davon mit seinem netten Christmas-Outfit. Dahinter noch ein Haufen anderer Charaktere, unterdessen sich auch Rose befindet. Und ganz hinten, da sieht man es noch an den Haaren, Vizeadmiral Holdo. Bloß weg von dieser Widerstandspartei, ich will mit der nichts zu tun haben. Und machen wir weiter mit den Klontroopers, / der Republik und den Jedis. Da habe ich hier vorne mal zwei Personen platziert, die maßgeblich an der Erstellung der Klonarmee der Republik beteiligt sind. Und zwar ist es einmal der Imperator Palpatine oder in dem Fall noch nur Kanzler Palpatine aus dem neuen Gunship und daneben Tuan Wei, die Kaminoanerin. Hinter den beiden habe ich symbolisch zwei dicke Reihen an 501st Klontroopern aufgestellt. Ganz hinten normale Trooper, dann sind da ein paar Jet-Truppen und hier die spezialisierten Truppen aus dem 501st Specialist Battle Pack. Dann noch ein paar Truppen mit Gewehren. Rechts davon stehen zwei Schocktruppen. Der eine ist aus dem neuen Battle Pack und Uppala, der andere aus dem Gunship. Dahinter einige reguläre Standard-Weiß-Phase 2-Truppen. Dann startet dort schon die 212. bis fast zum Schluss zu dem Airborne Trooper und rechts davon stehen da ganz hinten ein paar Geonosis-Truppen. By the way, da hinten stehen auch noch meine 20 Jahre Anniversary-Figuren. Davor ein paar nette Kashyyyk-Truppler. Davon will ich unbedingt mal wieder welche von Lego sehen. Dann geht es hier weiter mit ein paar 332. und ein paar regulären Filmphase 1 Trupplern. Dann kommt hier noch die 187. muss das sein. Die Legion von Mace Windu mit den Airborne Troopern da hinten. Von denen habe ich 6 Stück hier. Finde ich sehr, sehr nice. Rechts von denen haben wir meine einzige Yoda-Minifigur, gefolgt von Ethan Peel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dreimal Anakin Skywalker und viermal Mace Windu. Dreimal aus den Republic Fighter Tank und einmal aus dem AT-TE. Die nächste Reihe an Minifiguren bestreitet Ahsoka Tano zweimal. Zusammen mit jede Menge anderen Jedis, unter
anderem auch Luminara und Dooley, Qui-Gon Jinn. Und hinter den Jedis kommen dann ein paar Padme Amidalas, sowohl zweimal aus der Clone Wars Ausführung und zweimal als filmische Version. Ganz hinten steht noch Captain Panaka, ein ganz junger Anakin und ein Naboo N1 Pilot. Damit wäre die Republik da hinten auch offiziell abgeschlossen und es geht weiter mit den Rebellen, / der Rebellenallianz. Und wen sollten wir da auf jeden Fall kennen? Klar, Han Solo, der ist hier nämlich in der Reihe richtig, richtig oft vertreten. Ein paar von meinen persönlichen Highlights sind hier auf jeden Fall der Han Solo in seinem Endor-Outfit aus dem Tilerium-Shuttle dort und der Stormtrooper Han Solo, der dort zwischen dem alten Han Solo und dem Han Solo aus Episode 5 mit seinem Parker steht. Dann haben wir da noch Han Solo in seinem Matt Trooper Outfit. Zwei Gungan Warriors. Ah ne, da ist ja noch ein bisschen Republik. Ah ja, da steht da noch Admiral Yularen, wenn der Fokus ist. Da ist er. Und zwei Senatswachen. Die haben wir natürlich auch. Die dürfen wir nicht vergessen. Und meine Damen und Herren, dann startet eine gesamte Reihe voll mit nur Luke Skywalker Minifiguren. Ganz vorne stehen 4 Luke Skywalkers in Episode 6 Style. Einer sogar noch mit einem Chrome Lightsaber und Kälberhaut. Dahinter dann jede Menge Episode 5 Luke Skywalkers. Die sind ja gefüllt in jedem Set mittlerweile drin. Dann sind dahinter noch 1, 2, 3, 4, 5 mal der Farmboy Luke. Wobei einer da hinten ist noch mit dem Stormtrooper Outfit. Eigentlich sind es ja nur 4. Dann noch ein Luke Skywalker mit seiner Yavin 4 Zeremonie Medaille und ein Luke Skywalker mit seinem Hoff Outfit. Hinter den Chewbaccas dort versteckt sich übrigens auch noch ein alter Luke Skywalker. Und weil wir gerade bei den Chewbaccas sind, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Chewbacca. Einer davon mit dieser schneebesprinkelten Ausführung aus dem AT-ST. Und vor Chewbacca steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Leia Organa. Meine zwei absoluten Favoriten sind hier auf jeden Fall die Leia Organa aus der Cloud City und die Leia Organa dort aus dem Tidirium Shuttle, welche direkt dahinter steht. Auch noch ganz nett finde ich die Leia Organa aus dem UCS Millennium Falcon, aber die zwei hier vorne reißen es für mich einfach heraus. Weil wir gerade so bei Herausreißen waren, den herausreißendsten Spruch der gesamten Star Wars Lore bringt natürlich General Kenobi, welcher hier vorne zweimal in seinem Episode 2 Outfit rumsteht, dahinter einmal in Episode 3, dann aus der Obi-Wan Kenobi Serie, dann haben wir ihn da noch als Padawan und zweimal als alten Ben Kenobi. Dann habe ich hinter Obi-Wan versucht, ein bisschen die Crewmitglieder der Ghost zu sammeln. Da steht zum Beispiel zweimal Harrison Dulla, einmal Zeb, zweimal Sabine in unterschiedlichen Haarfrisur-Stil-Dingern. Ezra Butcher und Kanan Jarrus. Dahinter, da ganz hinten steht noch ein Lando Calrissian im Skiff-Outfit. Und das davor müsste ein Cloud-Car-Pilot sein. Machen wir weiter rechts mit General Dodonna. Davor zwei Rebel-Fleet-Truppen. Gott sei Dank kommen die jetzt endlich mal wieder in dem neuen 25-Jahres-Set raus, also dem Tente 4 Hall. Dann eine Rebel-Crew-Mitglied und jede Menge Rebellen-Piloten. Ein, zwei sind sogar benannt. Die Namen kenne ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Dann stehen vor ihnen noch 4 Hoff-Rebel-Trooper. Und dann geht es weiter mit 2 Endor-Rebellen. Diese beiden hier vorne waren auch in dem Tidirium-Shuttle dabei. Hier rechts stehen auch nochmal 3 normale Endor-Rebellen. Diese waren, ich glaube, 2 waren in einem Battlepack dabei gewesen. Und der eine, weiß ich gar nicht mehr, wo der dabei war. Na egal, machen wir weiter mit C-3PO. Da vorne, ganz vorne die Reihe von C-3PO steht natürlich der Christmas C-3PO. Und dahinter, jede Menge andere. Man sieht hier richtig in der Kamera, dass der C-3PO hinter dem Christmas C-3PO ganz anders gefärbt ist irgendwie. Was ist denn das für einer? Ich schlug schon mal rüber. Es ist auf jeden Fall nicht der aus dem UCS Landspeeder. Irgendein anderer. Keine Ahnung, warum der so anders gefärbt ist. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es wisst. Hinter C-3PO stehen dann nochmal 2 Death Star Droids. By the way, da steht noch ein ganz alter C-3PO aus dem Sandcrawler von 2005. Aus dem gleichen Sandcrawler sind auch die beiden letzten Droiden in dieser Protokoll-Druiden-Reihe. Ganz hinten diese grüne Mülltonne. Da weiß ich den Namen echt nicht. Könnt ihr mal auch rein in die Kommentare schreiben. Rechts neben den beiden Viechern steht da noch ein BB-8. Der steht da symbolisch für die 5 oder 6 BB-8s, die ich habe. Und dann starten die ganzen R2s, R4s und was weiß ich noch für R's. Meine persönlichen Highlights in der Reihe sind auf jeden Fall der Christmas R2-D2 dort und der ganz alte R2-D2 ebenfalls aus dem Sandcrawler. Dann gibt es hier noch 2 R2-D2s, die so 2012, 13 rausgekommen sind. Und dann die standardmäßigen R2-D2s. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 R2-D2s dabei. Und der hier ganz vorne ist auch der mit der Rückenbedruckung. Habe ich extra drauf geachtet. Ja, rechts neben denen steht dann noch Chopper. Ein Death Star R2. Nee, was ist das? Dieser blaue? Na, dieser Death Star Droid auf jeden Fall. Dann noch ein imperialer Mech und ein grüner. Sagen wir mal, es ist ein grüner. Denn damit können wir auch endlich die Reihe der Rebellen und der Astromech-Droiden hier
abschließen und gehen weiter zum Imperium, zum ersten Galaktischen. Da beginnt es dann hinter den ganzen Air-Einheiten mit 1, 2, 3, 4, 5 AT-AT-Driver, zwei aus dem UCS AT-AT, einer aus dem Playset, welches da steht, und nochmal zwei aus, nee, da war einer drinne und da waren zwei drinne. Dahinter stehen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal welche von den TIE Fighter Piloten. Ein paar müssten auch TIE Bomber Piloten sein. Ich bin mir da nicht sicher, die Bedruckungen sind ja alle unterschiedlich für die. Rechts davon stehen dann so Offiziere, einer aus dem AT-ST. Dann dreimal General Maximilian Wears, einer aus dem UCS AT-AT mit den Dual Molded Legs. Dann geht es weiter wieder mit ein paar Offizieren. Die habe ich so versucht nach Rang zu sortieren. Dort steht auch noch dazwischen ein ganz alter Offizier mit gelber Haut. Dieser war in dem Final Duel 2 oder 1 dabei. Dann geht es da weiter mit zwei normalen Offizieren, die ganz unbenannt sind. Dann noch ein Crewmitglied. Ich weiß nicht mehr, wie diese Vizeadmirälin dort hieß. Auf jeden Fall habe ich sie auch. Und ganz vorne natürlich Grand Moff Tarkin, wer auch sonst. Was ich dafür zu Genüge habe, sind welche von diesen Death Star Troopern. Drei Stück an der Zahl. Zwei waren in dem UCS Death Star dabei und einer in dem Sternzerstörer von 2014. Dahinter sind dann ein Haufen von diesen Gunnern. Da habe ich fünf Gunner. Gut zu erkennen an dem imperialen Logo da auf dem Helm. Hinter denen ganz schwer zu erkennen, weil das alles schwarz ist, ist noch ein Death Trooper und einer von diesen komischen imperialen Druiden. Ich habe jetzt tatsächlich den Namen von denen vergessen. Aber egal, wir machen weiter mit Scout Troopern. 1, 2, 3, 4, 5 in der Zahl, zwei aus einem Battle Pack. Der eine müsste aus dem Adventskalender sein und wo ich diese zwei herbe, ist mir auch ein Rätsel. Auf jeden Fall, ich habe sie. Machen wir weiter mit ein paar Snowtroopern. Zwischen diesen ganzen Snowtroopern stehen auch noch irgendwo zwei Commander. Ich habe die auch ein bisschen versucht, noch Alter zu sortieren, denn hier ganz vorne stehen die beiden Ältesten, wo der Helm noch ein gesamter Mold war mit dem Backpack zusammen. Was auch noch Alter sortiert ist, sind die normalen Stormtrooper. Einer von den Stormtroopern, ich meine, der hintere ist aus der Cloud City und der hier vorne ist aus dem Final Duel 2, wie auch der gelbe Offizier dort. Dahinter stehen vier alte Sandtruppen stehen dort, dann noch zwei neuere Sandtruppen aus der Master Builders Cantina, ein Artillerietrooper, ein Shadow Trooper, ein Matt-Truppler und rechts davon nochmal eine ganze Reihe voll mit normalen Stormtroopern, ganz viele mit diesen fetten Family Guy Stormtrooper Helmen. Dann gibt es da noch drei vernünftige, einmal ein Rebel Stormtrooper und zwei ältere. Dahinter blitzen sie schon rot davor. Viermal Imperial Royal Guards, zwei aus einem Battle Pack und zwei aus dem UCS Death Star. Diese beschützen dann die ganze Reihe an Inquisitoren und vor allem Darth Vaders hier drüben. Konnte meinen Augen kaum trauen, als ich gesehen habe, wie viele Darth Vader ich doch tatsächlich besitze. Der ganz hinten ist aus der Cloud City, dann gibt es hier einen aus dem Sternzerstörer. Einer ist aus dem UCS Todesstern, der andere ist aus dem Death Star Diorama. Dann habe ich noch einen aus dem TIE Bomber, dann gibt es da noch den Darth Vader passend mit Imperator Palpatine im Christmas Outfit. Diese netten Todesstern-Pullover, ich finde die super. Und ganz vorne haben wir natürlich den einzig wahren Imperator. Imperator Palpatine. Ganz vorne sogar noch der mit Pupillen aus dem UCS Todesstern. Wenn der Fokus jetzt sitzen würde, könnte ich euch das auch genauer zeigen. Na, jetzt. Da, er hat noch Pupillen. Wer auch Pupillen haben sollte, ist Pre Vizsla. Dieser steht hier rechts und führt die gesamte Death Watch dahinter an. Ich liebe ja Pre Vizsla als Minifigur. Leider ist mir der Torso gecrackt. Den muss ich irgendwann mal austauschen. Ansonsten ist die in einem super Zustand. Mittlerweile auch ein bisschen was wert geworden. Nebenbei mal bemerkt, ich liebe diese blaue Death Watch Farbe. Ich wette, man hätte auch gut eine Serie, die The Mandalorian heißt, über ihn hier machen können in Kombination mit seinen Guys. Dahinter haben wir noch einen Mandalorian Super Commander. Dann einen Mandalorian Fleet Commander. Dahinter dann Jango Fett aus dem Corporate Alliance Tankroid. Und 1, 2, 3, 4 Mal Boba Fett, zweimal aus Episode 5, einmal aus der Boba Fett Serie und dann noch den aus dem Mech. Ganz hinten steht viermal Din Djarin, einmal in seinem Christmas Outfit, dort sieht man den Schal durchblitzen und dreimal, ja, in seiner normalen Rüstung, zweimal mit Beskar und einmal ohne. Und dann habe ich hier ganz rechts jetzt noch alle Minifiguren verteilt, die, ja, ich jetzt zu keiner wirklichen Fraktion zuordnen konnte. Mit von der Partie sind zum Beispiel Darth Maul, ein Krorin, diese komische Tänzerin, Gamorrean Guard, Dr. Eberzahn, wie der Kerl heißt, der Bartender, zwei von diesen Clan-Mitgliedern, ein paar Weequai-Soldaten und ganz hinten auch noch Owen Larson, Tusken Raider, ein junger Boba Fett, ein Greedo, Grief Karga und eine IG-Einheit. Und Bib Fortuna, natürlich, den dürfen wir nicht vergessen, er steht natürlich auch da. Und wenn ich mal hier so über meine Minifiguren-Platte schaue, dann wiederhole ich mich hier nochmal gerne. In meinem letzten Video habe ich das nämlich zu den Minifiguren auch erzählt. Wir brauchen mehr Alien-Minifiguren. Ich finde ja zum Beispiel den Mold von dem Krorin so
dermaßen geil gemacht. Wir könnten von der Minifigur so viel mehr sehen und auch in unterschiedlichen Variationen, was zum Beispiel den Torsodruck angeht. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie an außerirdischen Mangels an Lego-Figuren. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. So Leute, und dann war es das hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mir gerne eine positive Bewertung für dieses Video da. Es war auch echt einiges an Arbeit nötig, das kann ich euch sagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Fraktion euch am besten gefallen hat oder welche Minifigur euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann, sage ich. Ciao, ciao.